So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann darf ich Sie ebenso wie unsere Zuschauer auf FCK-TV ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem anstehenden Heimspiel am Montagabend gegen den SC Paderborn. Ich begrüße unseren Cheftrainer Kosta Rondjajic und unseren Torhüter Marius Müller. Bevor wir zu den Fragen kommen, noch ein paar Infos. Wir haben bisher für das Spiel am Montag rund 22.000 Tickets verkauft. Aus Paderborn wird mit rund 80 bis 100 Fans gerechnet. Schiedsrichter der Partie am Montag ist Benjamin Cortus. Letztes Spiel des Schiedsrichters war unser Heimspiel vergangene Saison gegen Aalen, das wir gewinnen konnten, also vielleicht ein gutes Omen. Kosta, jetzt zweiter Heimspiel steht vor der Tür. Es geht gegen Paderborn, ein Gegner, der jetzt nicht ganz optimal in die Saison gestartet ist. Was für eine Partie erwartest du am Montag und auf was können sich die Fans freuen? Ja, ich hoffe auf ein gutes Fußballspiel. Dürfen sich die Fans freuen und wir werden natürlich sicherlich auch den Beitrag entsprechend leisten. Wir müssen besser spielen als die letzten Spielen. Ich erwarte natürlich einen hochmotivierten Gegner, der sicherlich mit dem Negativerlebnis im Rücken ja einiges wieder gut machen möchte. Und wir wollen unseren ersten Dreier hier zu Hause holen und es wird ein intensives Spiel, kein einfaches Spiel. Mehr kann man jetzt auch erstmal nicht sagen. Die Mannschaft ist gut drauf. Wir sind im guten Trainingsrhythmus. Alle sind soweit fit und wir freuen uns auf das Spiel. Danke, Kosta. Marius, es ist ja kaum zu glauben, aber es ist deine erste Pressekonferenz hier oben. Ich glaube nicht, dass du nervös bist, weil wenn man dich im Tor sieht, jetzt in deiner ersten Saison als Nummer 1, dann wirkst du sehr, sehr sicher. Wie machst du das eigentlich, dass du diese Sicherheit ausstrahlst? Bist du so cool? Es ist tatsächlich meine erste Pressekonferenz. Habe mich auch riesig drauf gefreut, weil ich habe viele Jahre sie immer über FCK-TV verfolgt. Und erstmal danke für dein Kompliment. Ich denke, wenn das nach außen hin so wirkt, dann ist das eine Bestätigung für mich. Ich versuche der Mannschaft immer ein sicherer Rückhalt zu sein. In hektischen Situationen versuchen, die Ruhe auf die Mannschaft auszustrahlen. Und auch mit der Hilfe von Gary, der mir da nützliche Tipps gegeben hat vor der Saison und generell auch vor jedem Spiel, denke ich, wenn du das so sagst, dann gelingt mir das ganz gut. Danke, Marius. So, jetzt ist Zeit für Ihre Fragen.